Hallo, es gibt zwar schon tausende Bewertungen zum Kindle Paperwhite und irgendwelche Reviews und sowas. Ich möchte noch mal eins machen. Und zwar, und deswegen bin ich hier gerade so nah dran, das ist der Kindle Paperwhite 2, den ich hier habe. Und zwar ist der Kindle Paperwhite 2 wesentlich weniger Paperwhite als der alte Kindle Touch, den ich hier neben habe. Also er zeigt eine, im Vergleich, wenn man es wirklich nebeneinander sieht, eine deutliche gelbe Verfärbung. Aber wenn man drauf liest, sollte es jetzt eigentlich nicht stören. Das ist so eigentlich der Hauptpunkt, der mir aufgefallen ist, als ich den Paperwhite hatte. Ein zweiter Hauptpunkt ist, es gibt keinen Home-Button. Die Hintergrundbeleuchtung ist auf jeden Fall eine sehr coole Neuerung. Da haben ja auch schon viele in irgendwelchen Reviews gezeigt. Uah, krieg ich das hier hochgezogen? Sieht man jetzt natürlich nicht, weil es hier, oder nicht so stark, weil es im Hintergrund sehr hell ist. Der Nachteil, finde ich, bei der Beleuchtung ist, dass man sie nicht komplett ausschalten kann. Also selbst wenn ich hier auf Null bin, das müsste man jetzt alles ganz abdunkeln, dann ist es immer noch ganz, ganz leicht hell. Also es ist natürlich immer dann ein zusätzlicher Stromverbrauch da. Was mir noch negativ aufgefallen ist, ist, wenn ich das Wi-Fi ausschalten will, muss ich erst in meine Einstellungen gehen, um dann den Flugmodus ein- oder auszuschalten. Und es gibt auch keine Unterscheidung zwischen 3G, das ist das 3G-Modell, es gibt keine Unterscheidung zwischen 3G oder WLAN. Ich hatte Probleme, mich in mein WLAN-Netzwerk von meiner Universität einzumelden. Und wenn es dann funktioniert hat, dann konnte sich der Kindle diese Verbindung nicht merken. Das heißt, ich musste jedes Mal bei der Verbindung irgendwie 2 Minuten dafür benutzen. Was auch noch auffällt, ist, dass der Kindle Paperwhite 2, ich weiß nicht, der Kindle Paperwhite ist glaube ich genauso, keinen Audioausgang mehr hat. Das heißt sowohl, also er hat keine Boxen mehr, der alte hatte hier noch Boxen sogar drinne. Und er hat auch keine, ich gehe jetzt mal so nah dran, sieht man das noch? Hier ist noch ein Klinkenausgang. Und hier ist einfach gar nichts mehr. Also das ist der Paperwhite jetzt. Hat also keinen Audioausgang mehr. Insgesamt war der Paperwhite bisher relativ instabil, wenn es darum ging, PDFs anzuzeigen. Jetzt wurde vor kurzem ein neues Update eingespielt. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie sich das ausgewirkt hat. Ansonsten mit dem ganz neuen Update jetzt, das sind jetzt aktuellste Informationen, wenn ich eine PDF-Datei aufmache, dann lädt die ein bisschen langsamer. Und ich kann auch, wenn ich jetzt da drauf tippe, kann ich erstmal nichts machen. Also der friert sozusagen ein, wenn ich eine PDF-Datei aufmache. Das heißt, wenn man jetzt nur ein Kindle Paperwhite 2 hat, dann ist das wahrscheinlich echt ätzend. Ich lese normalerweise nicht auf dem Paperwhite 2. Ein Vorteil am Paperwhite 2 ist, dass er, wenn er dann mal geladen ist, also ich benutze es hauptsächlich für PDFs, dass er relativ schnell die Seiten umschalten kann. Im Vergleich zum, ich mache auch mal hier das Video, so einfach. Im Vergleich zum alten. Was aber auch gleich wieder, wobei das ist im Vergleich zum vorherigen nicht negativ, aber das haben alle Kindles als Problem, dass sie bei PDFs die komplette Seite immer refreshen. Und das ist sehr nervig, weil es dadurch einfach länger dauert. Wenn ich jetzt mal ranzoome und wenn man jetzt diese Seiten-Scroll-Funktion benutzt, dann sieht man eigentlich, dass selbst wenn nichts refreshed wird, kann man das ganz normal lesen. Also das gibt überhaupt keine Probleme. Aber sobald man es loslässt, dann muss er wieder einen Refresh machen. Also das ist sehr nervig.